Hier ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, Part 2. Und jetzt geht's da weiter, wo wir auch aufgehört haben. Los geht's. So. Wozu könnte ich den neuen Zauber noch verwenden? Für das, was ich gerade gemacht habe. So. Okay. Also. Und jetzt weiter geht's mit dir, Ronald. Komm. Na also, endlich. Weiter. Nein, nee, stimmt schon so, wie sie ist. Au! Auf dem Schätzchen, ja. Jetzt hier durch. So. Ron, wir brauchen hier unten deine Hilfe. Okay. Ja. Meine Güte, Alter. Du stehst im Weg. Ah, nur ein Witz, ich weiß, was geht. Drecksroboter, du bist dran, glaub mir das. Komm her. Warte. Also. Auf, komm. So. Auf. So, hab ich dich, Freundchen. Du entkommst mir hier schon mal nicht. So. Ja, ich hab dich gleich. Auf, komm. Na also. Bam. Wahnsinn. Das reicht, das ist Wahnsinn. So. Ja, darf ich jetzt eigentlich mal weitermachen hier? Danke. Und Lumos. Das Ding auf und jetzt runter mit mir. So.
So, Freundchen. Es klappt. So, Junge, jetzt bist du fällig. Jetzt da rein mit dir, komm. Trapp dich. Lass meinen Freund in Ruhe. Genau. Haus okay. Gehen wir in den Gemeinschaftsraum. Jo. Gehen wir jetzt bitte zurück. Gleich. Okay. Also. Oh, Hände doch nicht. Ich will ins Bett. Können wir gehen? Gib mir kurz eine Minute und dann können wir gleich zurück. Oh, Harry, jetzt geh doch mal aus dem Weg hier. Gehen wir zurück in den Gemeinschaftsraum. Ron, halt den Zappel, wir gehen gleich zurück. So, jetzt. Ich will ins Bett. Können wir gehen? Ja. Gehen wir zurück in den Gemeinschaftsraum. Ron, halt den Schnabel. Was glaubst du, wo wir gerade hingehen? Weg. Wir sind gerade auf dem Weg zum Gemeinschaftsraum, also hör auf zum Nerven. Warte mal. Okay, ich zeig gerade nichts an, wir müssen zu latschen. Dann wollen wir zurück. Mhm. So. Oh nein! Wir müssen sie finden. Das wird nicht gelingen. Was meinst du damit, Peeves? Sie geniert sich, Herr Oberschulleiter, will nicht gesehen werden. Mhm. Hab sie durch das Landschaftsgemälde im vierten Stock rennen sehen. Hat was Schreckliches gerufen. Armes Ding. Hat sie gesagt, wer es war? Oh ja, Professor Dumbledore. Er wurde sehr zornig, als sie ihn nicht einlassen wollte. Übles Temperament hat er, dieser Sirius Black. Hm. Okay. Und deshalb wird die fette Dame nun durch Sir Cadogan ersetzt. Ich weiß, dass euch die aktuellen Vorkommnisse sehr aufgewühlt haben, aber ihr solltet jetzt wirklich ins Bett gehen. Stimmt. Das machen wir jetzt so. Ab ins Bett. So, jetzt. Endlich. So. Die ganze Schule redete nur von Sirius Black und seinem Angriff auf die fette Dame. Je näher aber ihre erste Stunde Pflege magischer Geschöpfe rückte, desto mehr dachten Harry, Ron und Hermine an Hagrid. Aha. Hagrid hat seine eigene Auffassung davon, was gefährlich ist. Genau. Es wird bestimmt toll.
Gehen wir früh genug, dann können wir Hagrid noch ein wenig unterstützen. Es ist seine erste Stunde. Vielleicht ist er noch nervöser als wir. Klar. Das so oder so. So, da war aber los, Linke. So, dann werden wir mal schnell nochmal speichern. Das ist jetzt komplett wieder wegkriegen hier. Und hier nicht lang rummachen müssen mit dem Quatsch. Oh. Und weiter geht's. Genau. Weg. Wenn ich das dann auch habe. Und tschüss. Ach, wir sind jetzt erstmal schon am Anfang vom Spiel. Wir sind halt mal so weit. Okay. Na also. Warum gehen wir nicht raus? Was glaubst du, wo wir gerade hingehen, Ron? Glaubst du, wir laufen hier gerade zum Spaß rum oder was? Dann können wir auch gleich die Zutaten sammeln gehen. So. Och man, müsst ihr euch so aufbauen, ey. Hermine, tut mir ja leid, aber die ganze Lernerei ist total ungesund. Wenn du nicht aufpasst, platzt dir bald das Hirn. Nett, dass du dir Sorgen um mich machst, Ron. Aber ich denke... Alles klar, wir haben's fast. So. Jetzt schnell raus hier. Zu Hagrid. Ich komme, Hagrid. Oder besser gesagt, wir kommen, Hagrid! Oh Mann. Mhm. So. Alles machen wir. Ich brauche kurz Ron Weasley dafür. Ah, okay, das hat sich automatisch wieder zurückgeändert. Auf den Expelliarmus. Finde ich super. Ich hole schnell die erste Zutat. Nachher holen wir uns die zweite Zutat und dann gehen wir zu den... Die dritte, keine Ahnung, die dritte kriegen wir dann... Zufällig durch Harry oder Ron. Ah, ist das schön herrlich, wie das da regnet. Das Wetter finde ich mal schön herrlich. Brauche ich den? So. Oh.
Sind das nicht Kitzpurfel da unter den Büschen? Wie kriegen wir die da raus? Und einfach so. Okay. Da. Meine Güte, Junge. Perfekt. Ein Kitzpurfelpanzer. So. Den zweiten. Wir brauchen nur noch einen. So. Ah, hat sie erledigt, perfekt. Wo hat das Ding hingerotzt? Da hinten hin. Das so. War's, wir haben alle Kitzpurfelpanzer. So, damit haben wir schon mal die erste Zutat schon mal. Perfekt, damit haben wir schon mal die erste Zutat und jetzt auf zu Hagrid. Ai. Also. Ui, hoch da! Das ist Seidenschnabel. Hübsch, was? Nun, als erstes müsst ihr wissen, dass Hippogreife sehr stolz sind. Müsst immer warten, bis der Hippogreif den ersten Schritt macht. Das ist höflich. Klar. Ihr geht auf ihn zu, verbeugt euch und wartet. Wenn er sich auch verbeugt, dürft ihr ihn berühren. Harry, Ron, Hermine... Wer will zuerst? Gut. Haben wir jetzt raus, das Teil. Das darf ja nicht wahr sein. Das noch, ich hatte so viele Ladesequenzen immer. So, weg. Weg mit dir, Harry, komm. So. Okay. Seidenschnabel wartet darauf, dass du auf seinen Rücken steigst. Okay. Bravo. Willst ihn sicher fliegen, was? Gut. Fang so viele du kannst. Klar. Schnäbelchen braucht ein wenig Anlauf zum Abheben. Flieg dann einfach zu den Fledermäusen. Schnäbelchen erledigt den Rest. Klar. Kein Problem. Los geht's. So. So viel auf einmal erwischt. So.
So. Och ja, meine Güte, ey. So. Die Schriftdinger für. Ja. Boah, das heißt, das nervt einfach an der Musik. Oh ja, meine Fresse, ey, wirklich. Ernsthaft gerade? Früher, ich hab's geschafft. Ich weiß nicht, ich schaff's jetzt nicht mehr. Vergiss es, ich schaff's nicht mehr. Früher, ich hab's geschafft, ernsthaft. Früher, ich hab's. Egal, scheiß drauf. Das war toll. Dafür gibt's ein A. Ah, ist nicht schlecht. Früher, ich hab's geschafft. Aber ich weiß nicht, warum es nicht mehr. Lasse. Ich will das auch probieren. Sieht leicht aus. Du bist überhaupt nicht gefährlich, oder? Du großes, hässliches Scheusal. Malfoy, nein! Du stirbst nicht, ist nur ein Kratzer. Genau. So gut, dann holen wir uns gleich die zweite Zutat. Harry ging zum Quidditch-Spiel und ahnte nicht im geringsten, dass alles noch schlimmer kommen würde. Das müssen wir kurz sagen. Während das Gryffindor-Team mit dem Wetter kämpfte, sah Harry oben auf der Tribüne einen riesigen schwarzen Hund. Eine gespenstische Stille senkte sich über das Stadion und eine vertraute Kälte drang in ihn ein. Dementoren schwärmten über das Feld und die Schreie seiner Mutter klangen in seinen Ohren, bis er bewusstlos vom Besen fiel. Das ist das, was ich meinte. Ach, Entschuldigung. Das ist das, was ich meinte. Ich bin nur froh, ich bin einfach nur froh, dass ich das Blutchat machen musste. Im Krankenflügel schlief Harry sehr unruhig. Seine Albträume waren voll von feuchtkalten, verrotteten Händen und grauenhaften Flehen. Er hörte flüsternde Stimmen, konnte aber keinen Sinn darin erkennen. Ron? Sei leise. Ich weiß, wo Sirius Black ist. Er ist in den Kerkern. Nicht Ron. Malfoy. Folge mir. Ron? Ist nicht Ron. Ich muss Ron aufhalten. So. Keiner, Ron ist doch nicht zu blöd und geht er tatsächlich runter. Nimm das! Vorbei! Oh nein! Oh.
Weasley, Weasley, heul doch rum. Los, weg da! So getroffen, weil er nicht anvisiert. Lass mich in Ruhe, du Verrückter! Weil er wie immer nicht anvisiert hat. Dein Geheimnis ist gelüftet, da ich alles weiß. Oh, Junge! Wisst ihr doch nicht da oben hin, du Vollhorn. Deine Pläne sind geplatzt und dir wird es heißen. Halte ihn auf! Winziger Weasley, du sitzt jetzt fest. Ich lach mich kaputt. Das gibt dir den Rest. Schnapp ihn dir! Musst Stunden hier sitzen und geduldig sein. Pisspot Potter fängt mich sicher nicht ein. Ja, Alter! Hol mich hier raus! Weasley, Weasley, was kannst du nur tun? Sitzt mitten im Schleim mit Umhang und Schuhen. Ernsthaft? Lass mich in Ruhe, du Verrückter! Na, rastest du jetzt langsam aus? Ja, ich raste jetzt langsam gleich aus. Hol mich hier raus! Ja! Ron, wegen Sirius Black? Er ist in den Kerkern. Komm! Okay. Schon klar. So, große Treppe. Jetzt. Okay. Jetzt runter hier. Ich muss Ron folgen. Was sagst du was, Harry? Los geht's. Ja, ist gut jetzt. So, jetzt runter. Warte mal. Ich muss Ron aufhalten, bevor er Sirius Black findet. So. So kann ich weiter spielen, dann will ich auch spielen. So, Kerkergang. So. Ron, was tust du? Wir können Sirius Black nicht alleine fangen. Komm! Ja, ist klar. So. Psst. Hör zu, wir müssen Professor Dumbledore holen. Sei doch still, er ist da in der Ecke. Weiter! Von wegen hinten in der Ecke. Ron! Viel Safttrank.
Jetzt sind wir quitt. Vielleicht sag ich ja auch, Sirius Black hätte dich hinaus in die Nacht geschleppt. Gute Nacht, Potte. Ja, gute Nacht, Purple. Woher wusstest du, wo ich bin? Peeves, er konnte es kaum erwarten, Dracos Pläne auszuplaudern. Ah, hier, deine Sachen. Auch die Karte des Rumtreibers. Ja, super, perfekt, danke dir. Gut, dann wollen wir wieder auf Ron wechseln, weil wir nur mit Ron weitermachen können gerade. Hier nicht, aber hier drüben. Ja, so. Geschafft! Da ist ein Gang eingezeigt. Ja. Haben wir's, Boy. Entschuldigung, Harry. Leg dich schlafen, Alter. Spiel toter roter Goblin. Rotkoppel mal nicht. Spiel tote Rotkappe. Ja, komm. So spiel toter Mann. Spiel noch gleich. Hier kommt bestimmt nicht oft jemand vorbei. Nee. Gruselig. Gut. Perfekt. Wäre Hermine doch nur hier. Ja, Hermine brauchen wir. Kein Problem, ich hol sie. Dann weg. Okay, aber nicht von hier. Hedwig! Erstmal Hedwig rufen. Da ist er auch, da ist er auch schon Hedwig. So, perfekt. Gut. Ja. Eine Schokofroschkarte, perfekt. So, und dann haben wir hier Eulenfutter. Oh. Prima. Und jetzt hol ich Hermine. Für dich. Hol Hermine. Hol Hermine. Bin ich gerade dabei. Ach Gott. So, jetzt hier durchkommen. Oh, die Krallen sind klasse. Die Krallen so sieht Jean. Und da ist auch Hermine. Psst. Da kommt jemand. Hermine. Hermine? Wer denn sonst? Snap ganz bestimmt nicht, oder Dumbledore. Was um Himmels Willen machst du hier, Harry? Du solltest eigentlich im Krankenflügel sein. Normalerweise eigentlich schon. Das ist eine lange Geschichte. Über Malfoy und Vielsafttrank. Machen wir lieber, dass wir hier rauskommen. Klar. Gut. So. Nicht du, Hermine. Ich hab's. Ich warte hier. Hermine, du passt doch bestimmt da durch.
So. Warte mal. Och, geh doch mal. Ron, jetzt geh doch mal aus dem Weg, meine Fresse, Alter. Immer, jedes Mal musst du hier im Weg stehen, oder was soll der Blödsinn? So. Hermine, meinst du, du kannst dich da durchquetschen? So. Manchmal glaube ich echt, was der Blödsinn hier soll. So. Ich glaube, wir müssen zu diesem Schalter. Das ist mir schon klar. Das weiß ich auch, Hermine. Vorsicht, Hermine! Schon gemerkt. Alles gut. Los, komm. Na, also. Rotkappe. Spiel Rotkappe. Das ist ein Mann mit Kappe. Och, hört auf jetzt. Oh, wie viel noch einfach an, ey, du. Oh, weg. Ja, ihr mich auch. Klar. Schönen Dank auch. Ja. Was ist los? Okay, jetzt hoch mit dir. So. Was ist los, Hermine? So. Reparo. Das Reparo-Zauberbuch. Ich hab es. Genau. So. Komm schon, kletter hoch. Nein. So. Was ist los, Hermine? Steig drüber, perfekt. Nimm das Ding und... So. Loslassen und hoch mit dir. Jetzt geh doch da hoch, Mensch, Mädchen, geh doch hoch jetzt. So. Gut, lass los. Ah, okay, kann man sich da nicht fallen lassen hat. So, loslassen. Und runter mit dir. Komm. So.
So. Hast du was gefunden? Prima. Kommst du an den Schalter, um uns rauszulassen? So. Danke, Hermine. Wenn wir dich nicht hätten. Fantastisch. Kein Problem. So. Nein. Ja, okay, doch, also das bräuchte ich Reparer. Oh Mann, das nervt. Auf mich zu nerven, Alter. Okay. Oh, tut mir leid. Ja, was tut mir leid, Alter. Bleib doch da, du Drecksteil, Alter. Weg. Hilfe! Super. Weg. Meine Güte, das. Was sind denn das für Dinger? Bergkappen! Wie bist du denn nie? Ciao. Okay. Okay, Speicherung wieder. Lade. Sequenzen wieder. Mal. Keiner gibt einen Mucks von sich, okay? Nein. Okay, ich brauch kurz. Reparer von Hermine schon wieder. Das kann echt nicht wahr sein, ey. So, wahrscheinlich durch den Ding. Perfekt. Geschafft. So.
So, hier durch. Na, ich will nicht ab nach oben. So. Also. Jetzt nach oben. Danke, Hermine. Wenn wir dich nicht hätten. Genau. Oh, mir fällt gerade ein, dass wir immer noch kein Grabhornhorn für Snapes Unterricht morgen haben. Doch, haben wir. Hermine? Woher hast du... Draco hat es fallen lassen. Ron, du bist spitze. Das ist mehr als genug für uns alle. Gehen wir ins Bett. Ich bin müde und könnte eine Portion Schlaf gebrauchen. Ja, das machen wir jetzt auch. So. Das war klar, dass der Kaveteraktum kommt. Erkenne ich schon, Kaveter. Der Winter hielt in Hogwarts Einzug. Der Himmel strahlte opalweiß und das schlammige Gelände wurde von einer weichen Schneedecke überzogen. Im Schloss herrschte vorweihnachtliche Stimmung. Klar. Die nur von Professor Snapes Zaubertrankunterricht getrübt wurde. Gut, wir haben das Grabhornhorn. Aber nach meinen Aufzeichnungen fehlen uns noch einige andere Zutaten. Wir sollten sie besorgen, bevor wir wieder Unterricht bei Snape haben. Genau. Deswegen machen wir das nämlich genau jetzt. Sonst kommen wir ja gar nicht mehr zu Snape. Das Unterricht danach und den Dings nicht. Ach, Mann, wie das wieder schon wieder meine. Danach lernen wir Kaveteraktum. Ich wünschte, Black wäre nicht hinter dir, sondern hinter Malfoy her. Ron. Stimmt, das wär's gerade. So. So, jetzt raus. Also, wir haben uns das erreicht, was wir erreichen wollten. Okay, Ron, Achtung. Och, geh doch mal aus. Warum stellst du dich eigentlich mit da und mitnehmen? Könnten wir Feuersamen finden? Weg. Wir brauchen jetzt so nur noch die Feuersamen, dann haben wir sie alle. Ach, kommt, Leute! Ich hoffe, sie finden Black bald. Er scheint gefährlich zu sein. Du musst dich schrecklich fühlen, Harry. Vor allem, weil du ihn ständig daran erinnerst, Ron. Jetzt geht doch mal weg hier. Jedes Mal steht er in dem Weg rum. Oder lauft er in dem Weg rum, ey. Verschwindet doch einfach mal. Ich glaub's nicht, ey. So, jetzt. Was meinst du? Sah Kretze in der letzten Zeit irgendwie krank aus? Nimm's mir nicht übel, Ron, aber Kretze hat noch nie besonders gesund ausgesehen.
Vielleicht sollte ich seine Ernährung umstellen. Versuch es, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das viel nützen wird. Ja, von Kratzer hat's auch Kratze gekriegt. Wo könnten wir Feuersamen finden? Ach Gott, ich weiß wo. Gesundheit. So. Oh, es ist herrlich. Wie sich das doch so gut verändert hier immer. Oh, schön. Dunkler Himmel. Und weißer Schnee. Wie können wir Billywigs fangen? Hä? So. Ah ne, wir müssen noch zwei. Stimmt, wir müssen zwei Zutaten noch. Die Dinge und dann noch die Billywigs. Ob man Feuersamen vielleicht im Feuer findet? Typisch Ron. So, da drüben sind die zweite Zutaten. Ernsthaft grad? Ein Billywig! So, ein Hammer. Die nächsten zwei. Halt auch, weil es einfach kacke ist hier. Wir brauchen nur noch einen. Na also, den zweiten haben wir hier drüben. Das na, also. War's. Wir haben alle Billywigs. So, die haben wir schon mal. Das heißt. Feuersamen holen wir noch. Dann haben wir alle drei Zutaten zusammen. Ach, verdammte Axt, habe ich jetzt so gemerkt. So, dann beende ich jetzt. Habe ich jetzt so gemerkt, hier schon 53 Minuten. Egal, das reicht auch. Das zählt so 50 auch. Egal. Dann brauche ich es wenigstens nicht nochmal machen. Und ich mache es auch nicht nochmal. Verdammt, wegen dem Scheiß habe ich nicht drauf geachtet gerade. Das Stadion. Wisst ihr was? Ich beende jetzt den Part, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis gleich.